herzliches Willkommen zum Taroskop mit Ella. Wir befinden uns in der Woche 7. bis 13. Juni 2021 und ich stelle euch erstmal die Karten vor. Wir haben das Energy Oracle Cards von Sandra and Taylor. Das ist so für die Gesamtenergie. Die Tageskarten, also für die Woche. Das After Tarot. Das After Tarot ist von Julia F. Massalia. Dann haben wir das normale Rider-Waite Tarot zur Klärung. Die Lektion deiner Seele von James Van Bra als Orakelkarte. Natürlich das Krafttier. Das ist von Colette Bernreid. Und wir sind in Merkur rückläufig und einige andere. Gilded Reverie Lenormand von Ciro Marchetti. So, das haben wir mit dabei. Nur das zur Info, falls es euch interessiert. Ihr könnt die Karten natürlich bestellen über Amazon. Ihr könnt auch den Link unten in der Infobox nutzen. Wir schauen uns das allgemein an für die Sternzeichen. Ihr könnt natürlich auch euer Mondzeichen anschauen, eure Venus oder euren Aszendenten. Das ergibt natürlich weitere Informationen. Das ist natürlich nicht nur auf das Sonnenzeichen bezogen. Also je mehr ihr anschaut, desto mehr Informationen bekommt ihr. Ist natürlich keine persönliche Legung. Dafür könnt ihr die Informationen auch unten in der Infobox finden. Wenn euch das interessiert, schickt mir einfach eine E-Mail und ich schicke euch die Informationen. So, wir schauen uns das an. Als erstes auch wieder die Astrologie. Erstmal allgemein für alle und dann natürlich für jedes einzelne Sternzeichen. Denkt dran, wie gesagt, es ist eine allgemeine Legung und soll euch nur dabei helfen zu finden, wo es lang gehen kann. Entscheiden müsst ihr natürlich selbst. Ganz wichtig, ich hänge immer die Vorwoche nochmal ran, weil manche Dinge eben sich noch länger hinausziehen. Auch bei den einzelnen Menschen ist das nicht immer akkurat und genau in dieser Woche. Das kann auch in die nächste oder übernächste Woche mit hineingehen. Deshalb, falls es euch interessiert, hängt immer die Vorwoche auch nochmal hinten dran. Ja, schauen wir uns jetzt mal an, was wir haben für diese Woche allgemein in der Astrologie. Ja, meine Lieben, was bietet uns diese Woche im Sternenhimmel? Was haben wir allgemein für alle in dieser Woche zu erwarten? Wichtig ist zu wissen, wir haben den Jupiter in den Fischen. Das bedeutet natürlich Heilung grundsätzlich, also dass man Dinge bereinigen kann, gefühlsmäßig natürlich herausgefordert ist, insofern, dass man sich um diese Dinge kümmern soll. Man ist dazu aufgefordert, diese Dinge anzugehen. Es ist auch sehr gesund, sich darum zu kümmern. Jetzt ist Jupiter noch vorläufig. Das wird sich ja um den 20. Juni rum ändern. Aber wir haben ein paar andere Planeten, die rückläufig sind. Als erstes mal Pluto. Das heißt aber nicht, dass er unwirksam ist. Pluto ist rückläufig bis zum 6. Oktober. Das bedeutet, dass man nach innen gerichtet mit diesen Machtkämpfen zu tun hat. Kann bedeuten, dass man sich selbst Vorwürfe macht. Es kann bedeuten, dass man hadert mit etwas und das nicht nach außen bringt, aufgrund der Situation oder der eigenen Einstellung. Dann haben wir seit 23. Mai Saturn rückläufig bis zum 11. Oktober. Das ist auch eine Situation, in der man die Dinge überdenken kann, nachjustieren kann, beziehungsweise aus den Fehlern der Vergangenheit in diesem Jahr lernen kann. Vielleicht Dinge verbessern kann, das ist gut. Was natürlich schwierig ist mit Merkur rückläufig, der bis zum 23. Juni rückläufig bleibt, dass die Kommunikation eingeschränkt ist. Wenn wir so viele Sterne auch rückläufig haben, kann es dazu führen, dass wir das mit uns selbst ausmachen und wenig Möglichkeiten haben, das nach außen zu zeigen. Das kann dazu führen, dass unsere Gefühle so ein bisschen Achterbahn fahren. Wenn wir das wissen, können wir uns ein Stück weit darauf einstellen. Es ist immer gut, wenn man Dinge bereinigen möchte, wenn einen Dinge beschäftigen, wenn man einen Vertrauten hat, mit dem man über diese Dinge sprechen kann. Das wäre jetzt so ein Anhaltspunkt, wie man damit umgehen kann. Das muss natürlich jeder selbst entscheiden. So, wir haben keine großartigen Dinge am 7. jetzt. Wir haben den Mond im Stier, was ein wenig, naja, sagen wir mal, stur machen kann. Ein bisschen,
wie soll ich sagen, ein bisschen uneinsichtig, da, je nachdem, wie man darauf reagiert. Wir haben die Venus im Krebs und das bedeutet, dass man sehr familiär, sehr innig ist miteinander, aber eben auch manchmal sehr schnell eingeschnappt sein kann. Das kann mit dem Gegenüber natürlich auch der Fall sein. Und da muss man sehr, sehr achtsam mit umgehen. Ja, da haben wir dann am 8. den Wechsel abends von Mond im Stier in die Zwillinge, so 10 vor 9 abends. Und das kann natürlich dann ein bisschen nervös machen. Zwillinge sind grundsätzlich, ich sag mal, vielseitig interessiert, aber bringen vielleicht auch nichts zu Ende. Ich spreche jetzt so, ne, einfach mal, was so den Zwillingen nachgesagt wird. Bitte nicht beleidigt sein, wenn ich solche Dinge sage. Es ist keine persönliche Einschränkung oder Beleidigung. Wir sind alle ein Mix unserer Horoskopdaten. Also es ist keiner genau ein Zwilling. Es sei denn, er hat jetzt wirklich alles im Zwilling und das ist gar nicht möglich beim Horoskop. Aber nur mal so, es kann eben sehr wissbegierig machen und ungeduldig, weil man eben so viel Neues auch umsetzen möchte. Dann haben wir den 9. Juni. 9. Juni, immer noch, wie gesagt, den Mond in den Zwillingen. Die Dinge, die ich euch zuvor benannt habe, natürlich alles etwas erschwert. Es ist wichtig, dass man, ich sag mal, auf dem Teppich bleibt. Ganz wichtig. Wir haben ja auch Sonne. Ja, steht günstig zum Mond, man kommt gut klar, man sollte das eben auch nutzen, aber nicht übertreiben. Es ist halt so, dass man bitte die Dinge nicht überzieht mit, ja, mit diesen, ich sag mal, Gefühlen und gleichzeitig im Außen schwierig, man kann sich nicht richtig artikulieren, kann es dazu kommen, dass man so ein bisschen aus der Hose fliegt, weil es einem einfach zu viel wird. Dann wäre Sport eine gute Alternative, Ablenkung, raus in die Natur, ans Wasser. Wasser ist auch immer gefühlsberuhigend. Der 10. Juni, ein sehr guter Tag, man kann mit Sonne und Merkur, die unterstützend wirken, eben auch Dinge für sich verbessern. Man hat Vitalkraft, kann diesem Sport nachgehen, einfach mal auftanken, Kräfte tanken, auch in Form von Bewegung oder relaxen in der Sonne. Vitamin D hilft ja auch. So, und das sollte man dann natürlich auch tun. Wir haben Vollmond in den Zwillingen und das könnte natürlich dazu führen, dass man so ein bisschen übertreibt in irgendeiner Form. Aber wir schauen mal weiter. Was haben wir am 11.? Man möchte Dinge fertig bringen oder man könnte überlegen, ob man noch was nicht fertiggestellt hat. Das ist gut, denn auch Mars geht in den Löwen. Und das sorgt eben für diese Energie, auch astrologisch. Sonnenenergie ist ja Vitalkraft, ist Optimismus, positiv an die Dinge herangehen. Und das bringt auch die Abwechslung, die man braucht, um sich von unliebsamen Dingen ja ein bisschen zu distanzieren. Es ist auch immer wichtig, zwischen Unliebsamem und dem Schönen ein bisschen Abstand zu finden. Wir haben am 11. noch den Wechsel in den Mond im Krebs, was dann natürlich auch noch ein bisschen sensibler, empfindsamer, dünnhäutiger machen kann, nicht muss. Das ist bei jedem anders, ja. Und ich denke, dass wir da Acht geben müssen. Ja, Mars im Löwen und Mond im Krebs nicht übertreiben, in sich hineinspüren, die Intuition nutzen. 12. Samstag. Am 12. haben wir dann auch weiterhin Mond im Krebs und wir haben eigentlich schöne Energien, die dafür sorgen, dass man gut mit den Dingen zurechtkommt. Nutzen diese positive Energie, dass man eben ja auch sich selbst ein Stück weit motiviert und gut zu sich ist. Wichtig ist auch immer, was denkst du über dich selbst? Denn das, was du über dich selbst denkst, vermittelst du anderen. Das ist wichtig. Schauen wir uns jetzt den Sonntag an. Das ist Venus und Uranus. Ja, gehen in Konjunktion
Und dadurch kann man eben die positive Energie noch ausbauen mit anderen. Aber wie gesagt, man muss immer aufpassen, in dieser, ja, wie soll ich sagen, etwas angespannten Lage und etwas empfindsamen Energien sollte man vorsichtig sein, dass man nicht irgendwas verspricht, was man nicht halten kann, oder dass man was sagt, was missverständlich rüberkommen kann. Gar nicht so leicht. Dann wechselt auch abends um 8:30 der Mond in den Löwen. Auch das ist eine Vitalenergie, gibt so ein bisschen Power, so ein bisschen Schub. Aber man muss aufpassen, nicht zu übertreiben. Es ist immer die Gefahr, dass man ein bisschen über die Begeisterung hinaus geht und das wäre dann nicht so gut. Also es ist so ein bisschen Fingerspitzengefühl gefragt in dieser Woche. Schauen wir uns das jetzt mal bei den einzelnen Sternzeichen an. Ein herzliches Willkommen, lieber Steinbock, zum Taroskop mit Ella. Wir sind in der Woche 7. bis 13. Juni 2021. Was erwartet dich so astrologisch? Wir haben Jupiter in den Fischen. Jupiter in den Fischen ist das Thema Heilung. Dinge, die gerne mal in die hinterste Ecke geschoben werden, damit man sich nicht damit befassen muss, kommen jetzt an die Oberfläche oder sind auch schon bereits an die Oberfläche gekommen. Was dich als Steinbock sehr irritieren kann, nervös machen kann oder eben beängstigen kann, je nachdem. Es geht aber darum, diese Dinge, die du gerne verbergen möchtest oder die dich belasten, zu bearbeiten. Das gilt im Übrigen für alle Sternzeichen. Bis zum 28. Juli ist es so, dass man diesen Dingen auf die Spur kommen soll, ihre Ursachen finden und diese abarbeiten, damit man frisch gestärkt und losgelöst von diesen alten Belastungen durchstarten kann. Ja, bis zum 28. Juli, dann wechselt nämlich Jupiter wieder in den Wassermann. Saturn brauchst du nicht, hast du nicht, ist auch jetzt rückläufig, hat keinen direkten Einfluss auf dich, ist dein, ich sag jetzt mal, Planet sozusagen, der dem Steinbock zugeschrieben wird, bedeutet, du brauchst Saturn nicht, um Disziplin und Durchhaltevermögen zu haben. Was jetzt im Moment sehr stark Einfluss nimmt, ist die Gefühlswelt. Durch Jupiter in den Fischen, durch Mars und Venus im Krebs. Das ist so ein bisschen ein Terrain, wo sich ein Steinbock nicht so wohl fühlt. Schauen wir aber erstmal, was Uranus hat. Uranus ist der große Veränderer. Ganz konträr zu Saturn möchte er das Gewohnte verändern, möchte Traditionen brechen, möchte neue Dinge umsetzen. In deinem Fall ist es so, dass er dich auf die schöne Seite des Lebens holen möchte, dass er dir zeigen möchte, was du versäumst, wenn du dich zu sehr in Karriere und in Pragmatismus einigelst. Natürlich ist es schön, Richtlinien zu haben, Dinge, an denen man sich orientieren kann und das jeden Tag rauf und runter zu spulen. Aber da gibt es noch mehr. Und ich denke, dass auch schon einiges davon weiter zu dir vorgedrungen ist und du das ein oder andere auch schon ausprobiert hast. Wichtig ist, dass man tolerant bleibt, flexibel und einfach mal neugierig ist auf das, was da kommt. Sonnenenergie haben wir derzeit in den Zwillingen, das sollte also kein Problem sein. Es geht darum, neue Hobbys zu entdecken, sich selbst neu zu entdecken, Seiten an sich festzustellen, die man so vorher gar nicht wahrgenommen hat. Neptun ist natürlich auch da und gibt dir kreative Ideen, neue Muster, ja, kreative Fantasien, die du anwenden kannst im Alltäglichen, aber auch in deiner Karriere, die dich ein Stück weit voranbringen. Pluto dagegen sitzt dir im Nacken und möchte, dass du deine Karriere voranbringst und die Tradition bitte nicht brichst, damit du nicht irgendwo, ja, weniger schaffen kannst oder so. Wobei Pluto ja derzeit auch rückläufig ist. Und das bedeutet auch, dass du da auch Rückschau halten solltest. Hat es sich immer gelohnt, die Ellenbogen so weit rauszustrecken? Ist es wirklich so erstrebenswert, die Macht an sich zu reißen oder Macht zu leben? Wenn man Spaß hat, braucht man keine Macht. Und vielleicht geht es auch darum, einfach mal das Traditionelle, nämlich die Karriere,
und das Privatleben, das Schöne, das Sinnfreie teilweise, auch zusammenzubringen, eine Einheit bilden zu lassen. Mars im Krebs macht ein bisschen dünnhäutig und macht ein bisschen launenhaft. Ja, ich weiß, die Krebse hören das überhaupt nicht gerne, aber es ist leider so. Und bis zum 11. Juni kann das durchaus der Fall sein. Aber nicht nur bei dir, auch bei anderen natürlich. Es kommt dazu, dass man diese unterdrückten Gefühle, von denen ich zu Beginn sprach, eben ganz deutlich spürt. Merkt, was man verpasst hat oder wo man vielleicht noch nicht so richtig sich rangetraut hat, das mal anzugehen. Jetzt ist der Zeitpunkt da. So, und nach dem 11. Juni haben wir dann Mars. Mars im Löwen. Und es sollte sich auf jeden Fall lohnen. Man sollte nur aufpassen, dass man eben nicht übertreibt. Der Löwe ist ein majestätisches Sternzeichen, was gerne repräsentiert und sich darstellt. Mit Jupiter in den Fischen, ja, kommt natürlich auch die Übertreibung vielleicht hinzu. Da muss man sachte auftreten. Aber ich denke, du als Steinbock bekommst das hervorragend hin. Aber jetzt diese Zeit mit Mars im Krebs soll dafür sorgen, dass du eben diese Gefühle, die du immer wieder hast, wenn du sie nicht abarbeitest, dass du da was dran tust. Wir haben auch die Venus im Krebs. Ja? Da gibt es ja Streitigkeiten, mögliche Streitigkeiten, weil eben diese Gefühle auch schwappen, und zwar nicht nur bei dir, auch bei deinem Partner oder deiner Partnerin, vielleicht in anderer Form. Ja? Aber es kann eben dazu führen, dass man aneinander gerät. Und dann haben wir auch noch Merkur rückläufig, der die Missverständnisse reinbringt, sodass man was falsch versteht, vielleicht beleidigt ist, obwohl der andere gar nicht das, was er gesagt hat, gegen dich gerichtet hat oder umgekehrt. Es ist nicht leicht, damit umzugehen. Und naja, man sollte halt die Fakten prüfen. Was ist dran, was ist nicht dran oder im Zweifelsfall einfach mal darüber reden. Der 13. ist für dich ein schöner Tag. Den solltest du mit deinen Lieben oder deinen Partner, Partnerin verbringen. Denn wir haben halt nicht so leichte Energien für alle Menschen derzeit. Und je toleranter und entgegenkommender und freundlicher man ist, desto schneller wird das Ganze wieder in einen, ja, ich sag mal, erträglicheren Zustand münden. Das liegt an jedem Einzelnen selbst, was man daraus macht. Schauen wir uns das jetzt mal für den Steinbock in den Karten an. So, mein lieber Steinbock, dann schauen wir, was in dieser Woche in der Kartenlegung so drin ist. Wir sind bei der allgemeinen Kartenlegung für den Steinbock für diese Woche. Bedeutet, es gibt, ja, ich sag mal, Energien, die du nutzen kannst für dich. Was so befürwortet wird oder was eher nicht, entscheiden sollst du das natürlich selbst. Das nehmen dir die Karten nicht ab. Sie können dich nur hinweisen, was momentan gut klappt und was vielleicht nicht so gut klappt. Wir beginnen jetzt erstmal damit zu schauen, was du von deinen Mitmenschen in dieser Woche erwarten kannst an Energie. Was haben wir da? Ja, das Füllhorn. Bedeutet, entweder ist das jemand, der viel zu bieten hat, sag ich mal, der dir vielleicht auch viel zu bieten hat. Das Füllhorn ist, dass jemand auf jeden Fall zufrieden ist, glücklich ist und wohlhabend. Schauen wir uns an, wie das zu deiner persönlichen Legung passt. Wie siehst du dich selbst? Was ist dein Wunsch? Was erhoffst oder befürchtest du? Was ist gut für dich? Was ist weniger gut? Und natürlich, wie geht die Woche für dich aus? So, dann wollen wir nach dieser Wetterkarte für die Energien schauen, was in dieser Woche an den Wochentagen so los ist. Die Reihenfolge ist natürlich bei jedem Steinbock anders, deswegen lege ich die 7 Karten hin. Wann das bei dir eintrifft, wirst du selbstverständlich merken, aber es wird halt nicht immer in der gleichen Reihenfolge passieren. Wir schauen uns an auch, wie du auf deine Mitmenschen zugehst. Das ist das Erste. Wenn wir das Füllhorn haben, was haben wir denn vom Steinbock? Die Welt, etwas hinter sich lassen, etwas Neues beginnen. Nun ist Merkur rückläufig. Ich denke, es geht um die Planung, die Vorbereitung, etwas Neues zu beginnen und jetzt ein paar Dinge vielleicht abzuschließen in dieser Zeit, Juni, Anfang Juli vielleicht. So,
Ich lege erstmal die 7 Karten und wir schauen. Das kann, wie gesagt, in einer unterschiedlichen Reihenfolge für dich stattfinden, also dass du dich nicht an die Reihenfolge hältst, sondern dann, wenn das eine oder andere bei dir dann auftritt. Wie siehst du dich selbst in dieser Woche? Ja, du fühlst dich gebunden mit dem Vertrag, Contract ist Vertrag, an die Partner, an die Firma vielleicht, an das, was du vereinbart hast mit jemandem, wie du im Vertrag stehst momentan. Also siehst dich gebunden. Okay, dein Wunsch. Das ist finanzielle Konstrukte. Ja, ich denke, es geht darum, das zu klären, was finanziell ja noch da ist, wie man das nutzen kann. Vielleicht sind es auch Verbindlichkeiten, dass du die auflösen möchtest. Vielleicht möchtest du ja auch letztendlich diesen Vertrag etwas lockern. Könnte ja sein. Hoffnung und Ängste haben wir den Garten und die Pforte. Das ist die Hoffnung zur Erweiterung. Die Türe zu öffnen, sich einen neuen Blickwinkel zu eröffnen oder eine neue Karriere, ein neuer Weg, vielleicht auch ein Umzug. Gut für dich sind, ja, ich sag mal, Feindschaften oder Widersacher. Es ist immer gut, seine Feinde zu kennen, ja, die Leute, die einem nicht so gut gewogen sind. Es ist gut, dass du weißt, wer dich eben nicht unterstützt. Nicht gut ist die Sturmwarnung. Das kann bedeuten, dass eine solche Sturmwarnung nicht stattfindet, aber dass du weißt, wer vielleicht nicht so ganz koscher ist. Ausgang ist der Tempelpfad. Bedeutet, du bleibst dir selbst treu und auf deiner Linie. Und das ist auch gut so. Denn wir haben astrologisch ja auch die Essenz, bleib dir selbst treu. Also lass dich nicht verunsichern durch andere, lass dich nicht zu sehr, ja, belatschern. Schauen wir mal. Das Ast der Schwerter, das kann ein glatter Schlussstrich sein, es kann eine, ja, eine neue Einstellung, eine Klarheit, ein Erkennen der Wahrheit sein. Ja, auch harte Worte können das sein, aber deutliche, harte Worte. Wir haben die 6 der Münzen, eine Ausgewogenheit auch im finanziellen Bereich zu finden, das zu klären. Ich sage jetzt mal Beispiel, Ratenzahlung wäre sowas. Wir haben die 2 der Stäbe. Auf der einen Seite bleibe ich da, wo ich bin, auf der anderen Seite expandiere ich. Also da steht möglicherweise irgendwann jetzt eine Entscheidung an. 3 der Kelche, Erfolg durch die Expansion. Du machst dir vielleicht nicht unbedingt Freunde damit, aber ich denke, du kommst damit weiter. Dann haben wir das Ass der Stäbe, ein leidenschaftlicher Neubeginn. Leidenschaft kann auch da, ja, ich sag mal, dass man sich auf jeden Fall durchsetzen will. Ja, dass man da eben auch sehr hart vorgeht und natürlich seine Ellenbogen verwendet. Und die 9 der Münzen, sich unabhängig machen von äußeren Einflüssen und auch davon, ob jemand dich nun vorwarnt oder nicht. Das ist Single-Dasein, Selbstständigkeit oder eben du als eigenständiges Individuum. Und da haben wir die Obsession. Du verfolgst mit Leidenschaft deinen Weg. Okay, natürlich ist es gut, sich selbst treu zu bleiben. Vielleicht auch neue Wege zu versuchen. Jetzt ist nicht der günstigste Zeitpunkt dafür, aber man kann es vorbereiten, wenn man das möchte. Wir schauen mal. Der Vertrag. 10 der Schwerter, über etwas hinwegkommen. Da haben wir den Mond. Das sind ein paar ungute Gefühle, die da hochkommen. Das haben wir mit der Venus und dem Mars im Krebs. Da kann schon mal ein bisschen Missstimmung aufkommen oder etwas, was dir so gar nicht passt. Du möchtest dich möglicherweise aus etwas lösen. 4 der Schwerter, gut überlegen. Und die 5 der Kelche. Die 5 der Kelche ist das Bedauern, Hadern mit etwas. Und da ist die Überlegung, wie kann ich das regeln? Dein Wunsch ist, das aufzulösen, wenn es finanzielle Konstrukte gibt. Dann haben wir den Garten und die Pforte. 3 der Schwerter. Und das Gericht. So, ich denke mal, dass du dir überlegst, wer ist auf meiner Seite und wer nicht, ganz klar. Und wer nicht auf deiner Seite ist, wird praktisch auch, ich sag jetzt mal, knallhart zurückgelassen.
Ja, ich rede jetzt mehr so von geschäftlichen Dingen, aber es kann natürlich auch im privaten Bereich sein. So, kenne deine Feinde, Hohepriester und Ass der Kelche. Du bist dir selbst der Nächste oder die Nächste. Der Hohepriester kann der Job sein, kann auch eine Ehe sein. Es kann sein, dass du dich von jemandem, mit dem du dich nicht verstehst, loslöst. Du kümmerst dich mehr um dich selbst, was ja auch richtig ist. Sturmwarnung, nicht gut. König der Kelche und der Magier, Manipulation. Du löst dich aus der Manipulation. Das heißt, das, was man dir vorgaukelt, was sein soll, ist nicht das, was tatsächlich ist. Also wenn jemand dir sagt, ich bin dir treu oder sie sind der wichtigste Mitarbeiter bei mir, dann heißt das, ich will dir Honig um den Bart schmieren, damit du weiter mitmachst, was ich dir vorsetze. So, der Tempelpfad, 3 der Münzen und 4 der Stäbe. Das kann Zusammenarbeit sein, das kann auch zum Beispiel der Homeoffice-Platz sein. Es kann aber auch sein, dass du Teammitglieder hast, mit denen du zusammenarbeitest. Oder eben ja, zusammenziehst, eine WG zum Beispiel, ne? Dass du dich aus irgendwelchen Verpflichtungen löst. So, das Ass der Schwerter, das Ass der Stäbe und die 7 der Münzen. Du bist dir klar, dass du deine Leidenschaften vorbereitest, ja, dass du einen glatten Schlussstrich möchtest in irgendeiner Form und dass du gut überlegen musst, also dass du jeden Schritt gut bedenken solltest. 6 der Münzen, da ist deine Karte und die Sonne. Du freust dich darauf, dich von Verpflichtungen oder ich sag mal unliebsamen Verbindungen daraus zu lösen. Es ist dir wichtig. 2 der Stäbe, 8 der Stäbe, König der Schwerter. Die Kommunikation steht an, da werden Gespräche geführt. Das kann ein Sachverständiger, ein Rechtsanwalt, ein Rechtsbeistand sein. Und vielleicht hat das ja auch was mit dem Job zum Beispiel zu tun, dass du sagst, ich werde da nicht gefördert, ich werde nicht da richtig behandelt, wie auch immer. Und mit den 3 der Kelche sieht das ganz gut aus. Da ist die Vergangenheit und da ist die Mäßigkeit. Also du schaust, dass du mit der Vergangenheit sehr sachlich, aber auch natürlich gefühlsmäßig positiv umgehst. Also im Endeffekt, dass du dir, dass du daraus das Beste machst, was möglich ist. Ass der Stäbe, König der Stäbe und die Herrscherin. Kann eine neue Verbindung sein mit einem Feuerzeichen, die sehr fruchtbar ist im Sinne von entweder Beziehung, Partnerschaft oder auch geschäftliche Beziehung. Vielleicht eine neue geschäftliche Beziehung. 9 der Münzen, Ass der Schwerter nochmal und die Liebenden. Also da wird wirklich Klartext gesprochen. Da wird auch, ja, ich sag mal sichergestellt, dass du auf dich als Person sehr genau aufpasst. Der Teufel, Page der Stäbe und 6 der Münzen. Deine, das ist ja auch deine Karte, der Teufel. Es geht dir, Entschuldigung, es geht dir darum, fair zu bleiben und natürlich auch fair behandelt zu werden. Hier sind ungute Gefühle, du möchtest darüber hinwegkommen. Du möchtest dich möglicherweise aus diesem Vertrag aber elegant herausbegeben. Du überlegst dir, wie du das auch finanziell hinbekommen kannst. Das wirst du vielleicht jetzt noch nicht umsetzen, aber du planst es. Dir geht es darum, den Schlussstrich fair zu ziehen und, ich sag mal, deinen Weg zu gehen. Wir haben hier den Garten und die Pforte. Du beurteilst die Situation als nicht förderlich, also es bringt dich nicht weiter. Hier haben wir, ja, deine Verbindung ist nicht so gesund und du weißt das auch. Und du kümmerst dich um dich selbst. Das Ass der Kelche ist, dass man sich um sich selbst kümmert. Es ist auch die Liebe, die man in sich trägt, dass man diese nicht verliert oder wieder aufbaut. Hier haben wir die Sturmwarnung, die ist nicht da. Es ist eher so, dass dir jemand was Schönes vorgaukelt und ich versuche damit zu manipulieren. Ausgang ist dann der Weg mit anderen gemeinsam, das können auch Kollegen sein und vielleicht auch ein Umzug oder eine andere Firma. Hier haben wir dann nochmal die Klarheit, was deine Leidenschaften sind, du bereitest dich vor. Das ist eben auch fair aus der Sache rauskommen.
mit jemandem sprechen, welche Entscheidung denn nun die bessere ist. Ich denke, dass du dir rechtliche Unterstützung oder zum Beispiel, wenn es um eine Firma geht, mit dem Betriebsrat sprichst. Du holst dir deine Informationen, ohne dass du jetzt schon aktiv etwas unternimmst in dem Sinne. Du bereitest das vor. Wir haben Vergangenheit und Mäßigkeit. Ich denke mal, dass du versuchst, ja, die Vergangenheit für dich zu klären. Wir haben den Mond und wir haben die 10 der Schwerter. Du bist mit den Sachen durch und musst halt, ich sag mal, deine Gefühlsebene auch ein Stück weit klären. Und dann haben wir einen leidenschaftlichen Neubeginn mit einem Feuerzeichen, Widder, Löwe oder Schütze. Und das ist sehr fruchtbar. Das ist Unterstützung, das ist Hilfe von dieser Seite oder eben eine neue Beziehung. Dann haben wir die 9 der Münzen. Das bist du als eigenständiges Individuum. Dir werden Dinge klar und du sprichst diese Dinge ja erstmal ja, für dich selber an. Du denkst darüber nach. Und hier haben wir den Fokus auf Fairness, was wir hier auch haben. Hier, ne? Wo war es denn jetzt? Hier, 6 der Münzen. Es geht dir vor allen Dingen darum, einen sauberen Abschluss zu finden mit irgendetwas oder irgendjemandem. Und da haben wir das Murmeltier, Zeit, um loszulassen. Ja. Okay. Wir haben die Nummer 39. Ich lese dir das erstmal vor. 39. Jedes Ende führt zu einem Neubeginn und der Tod ist Teil des Lebens. Der Geist des Murmeltiers lässt dich wissen, dass es jetzt an der Zeit ist, das natürliche Ende von etwas, das dir nicht mehr dienlich ist, zu akzeptieren. Wir halten gern am Vertrauten fest, aber das Neue braucht Platz, um wachsen zu können. Wenn der Geist des Murmeltiers in Erscheinung tritt, ist dies ein Zeichen dafür, dass es etwas in deiner gegenwärtigen Lebenssituation gibt, das du loslassen musst, damit etwas Neues ins Leben treten kann, das dir jetzt weit besser dient. Wenn das Murmeltier seinen Schatten sieht, zieht es sich in seinen Bau zurück. Vielleicht sehnst du dich auch danach, etwas mehr Zeit zu haben, um Abschied zu nehmen und den Übergang ins Neue zu bewältigen. Die Veränderung ist jedoch unausweichlich und das ist auch gut so, also gib deinen Widerstand auf. Der Frühling bringt viel Segensreiches mit sich und was sterben muss, wird stets in neuer Form wiedergeboren, die für dich die richtige ist. Das Leben verlangt nach Veränderung und Ablösung. Sag dem, was dir bis dahin dienlich war, lebe wohl und mach dich bereit für das Wunderbare, das an seine Stelle treten soll. Der Allgeist sendet es bereits auf den Weg zu dir. Das heißt, es ist noch nicht da. Es ist noch nicht vollendet oder es ist noch nicht bereit. Und das ist eben auch jetzt die Zeit im Juni, wo man vorbereitet, aber noch nicht wirklich exakt ausführt. Das liegt an der unsicheren ja, Kommunikation, an den unsicheren möglichen Verträgen und natürlich Schwierigkeiten, die jetzt gerade drohen. Und wir haben noch eine Orakelkarte für dich, nämlich die Karte Vergebung. Mir ist bewusst, dass Groll den Fluss der Liebe unterbricht. Und ich könnte mir vorstellen, dass das etwas oder jemand ist, auf den du sehr, sehr wütend bist. Und mit dem du vielleicht auch viel Auseinandersetzungen hattest. Ja? Eine Person oder eben ein Unternehmen zum Beispiel. Und jetzt ist die Zeit zu schauen, wie man das Ganze produktiv auseinanderdividiert. Der Vertrag ist nicht mehr so gewünscht von deiner Seite. Also mir ist bewusst, dass Groll den Fluss der Liebe unterbricht. In den natürlichen Fluss der Liebe kannst du nur eintauchen, wenn du die negative Energie von Hass, Wut, Intoleranz oder Vorwurf loslässt. Jede Seele besitzt freien Willen auf ihrem Weg und darauf hast du keinen Einfluss. Wie du aber auf die Ausprägung des freien Willens anderer reagierst, das hast du sehr wohl selbst in der Hand. Solange du an negativer Energie festhältst, bleibt der karmische Kreislauf intakt. Du kannst ihn nur durchbrechen, indem du verzeihst. Der wichtigste Mensch, dem du unbedingt verzeihen musst, bist du selbst. Wenn du dir Fehler nachträgst, blockierst du den natürlichen Fluss der Liebe. Und die Liebe ist es doch, deren Anziehungskraft alles Gute in dein Leben bringt. Okay, also Groll blockiert den natürlichen Fluss.
Und das haben wir ja hier auch mit dem Garten und der Pforte. Der Groll, der Frust, das Bedauern, das Hadern. Ja? Das ist etwas, womit du nicht vorankommst. Ich habe schon mal, glaube ich, gesagt, ich weiß nicht, ob es bei dir war, es geht um Hadern, hält dich ab von dem, was du eigentlich tun möchtest. Ja? Weil du dich nur mit dem Groll beschäftigst, anstatt mit dem, was vielleicht vor deiner Nase liegt. Und deshalb ist es jetzt wichtig, die Dinge in Ruhe zu überlegen, zu spüren, was du ganz persönlich möchtest, was du voranbringen möchtest, Rat zu suchen, in deine innere Mitte zu gelangen. Ja? Und natürlich Freunde, Bekannte, Leute, die dich unterstützen, die dir dabei helfen können. Wir haben von außen das Füllhorn und ich denke, dass du vielleicht auch jemandem begegnen kannst, der dir diese Sache ermöglicht. Das mag bei jedem Steinbock anders aussehen. Also es ist Zeit loszulassen. Vielleicht auch an einer bestimmten Vorstellung, wie etwas zu passieren hat. Wir haben die Karte der Anker. Und der Anker im Lenormand ist immer ein Zeichen für die Arbeit. Für das, wo du tief verankert bist. Und vielleicht ist es einfach eine große Veränderung für dich, die du zumindest überdenken solltest in dieser Woche. Dein freier Wille entscheidet, was du tust, wie du es tust und vor allen Dingen wann. Momentan ist nicht der beste Zeitpunkt dafür, etwas zu forcieren. Deswegen haben wir hier viel Geduld und Ausgewogenheit. Es ist wichtig, in deiner inneren Mitte zu stehen und die Informationen für dich gefühlsmäßig und auch intellektuell zu verarbeiten. Ich bin gespannt, wie das für dich passt, mein lieber Steinbock, was du damit anfangen kannst, wie du das vielleicht umsetzen magst, vielleicht als Hinweis für andere in die Kommentare setzen magst möglicherweise. Und ich hoffe, dass dir das ein Stück weit hilft, ein bisschen Klärung hineinzubringen. Ja? Und ich denke, Vergebung ist wichtig, Loslassen ist wichtig, sich dem Neuen öffnen ist wichtig, ohne Groll zurückzuschauen. Ja, lass es mich gerne wissen, inwieweit das für dich passt. Und wenn es für dich passt und du was Wichtiges mitnehmen konntest, dann lass bitte ein Däumchen hoch da. Ich danke dir, wünsche dir ganz viel Erfolg dabei und sag bis nächste Woche.